Ja, moin moin Leute. Ich soll los, und zwar soll ich mit Thorsten los. Und wie man sehen kann, da ist nicht viel. Ich habe eine Spinnrute mit, meinen alten Kescher, meine Spinntasche mit allen Ködern und ein bisschen was zu trinken und eine Jacke, falls das regnet. Ja, wir wollen nur so ein bisschen rumspielen. Wo es jetzt hingeht, weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen, ganz spontan entscheiden wir das. Ja, ich warte jetzt noch auf Thorsten und dann denke ich mal, wird er auch jeden Moment kommen. Und ich würde sagen, da sehen wir uns am Gewässer. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Da ist der Thorsten. Der macht heute den Kameramann. Es ist heute pustig. Also, falls ihr Windgeräusche hört, das soll so sein. Dann müsst ihr durch. Ich spiegel euch mal kurz hier rum. So, da. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da, also hier ein paar Würfe machen und dann gehen wir so da vorne rum, ne? Okidoki. Dann bis gleich. Ach so, ich habe ja einen neuen Köder, den wollte ich mal ausprobieren. Das mache ich mal schnell, bevor ich hier mit dem Popper weitermache. Brombeeren. So, wo ist der Gute? Ach so, die Cheddarbaits, die will ich auch noch probieren. Gummis brauche ich heute nicht, die können eigentlich ganz nach unten. Da ist er. Sind das die Popper? Ich habe mir nämlich einen neuen geholt. Das ist der hier. Ich einfach mal gucken, ob der schwimmt, und wenn er schwimmt, kann ich den auch angeln. Das ist ein sogenannter Zeitwobbler, ein Swimbait, hoffentlich. Das ist ein Hechtköder, ne? Ja, schwimmt allerdings nicht, dann kann ich den auch nicht nehmen, weil das ist zu flach hier. Schade. Da wäre der Engbrücksee geeignet jetzt für, ne? Aber naja, ist nun mal so, da muss man durch. Ja, finden Sie doch mal. Genau. Dann habe ich noch die Ratte, die will ich auch noch mal machen. Und jetzt nehme ich, glaube ich, erstmal ein Cheddarbait. Cheddarbait. Ich den weißen. Ja, die ganz guten Köder. Das sind sogar noch Köder von meinem Opa da. Aus den 40er Jahren. Da.
Chatterbait. Zack. Oh. Ich sehe schon fast gar nicht mehr. Damit ihr mal sehen könnt, wie moorig das Wasser ist hier. Also, weißer Spaß. Köder. Jetzt sieht man ihn nicht mehr. 20 cm. Nicht mal. Und den habe ich selber dann auf der anderen Seite rausgedrückt. Ja. Mit Angelschnur genäht. War geklebt mit Sekundenkleber. Das ist auch so fies, ne? Da sind die Haken hier versteckt. Ja. Und wenn er dann reinbeißt, dann kommen sie hoch, Alter. Ja. Die sind nicht mal dünne. Fieses Teil. Wenn jetzt die Attacke kommt an der Oberfläche, ne? Das sieht so richtig aus. Mhm. Wasch. Was? Da ist nur noch ein Bein. Der andere ist hochgewickelt, oder? Nein. Falsche Richtung. Aber immer noch eine Ente. Ja, noch eine Ente. Springer-Spot.
kontrolliert werden. Eine Leiche. Hier liegt eine Leiche. Ja, da. Eine Ente oder so. Das arme Tier. Ich will dich befördern zu einem Indianer. Wollen wir dir das hinten in die Haare stecken? Sieht doch nicht so hübsch aus. Aber. Ja. Oder? Oben auf deine Mütze. Genau. Aber das sieht man schon. Nicht schlecht. Und gleich vom Winde verweht. Ja, wie heißt das hier? Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du, wer dumm ist, tut. Ne? Ja. Dumm ist, wer dumm ist. Dumm ist der, der dumm ist, tut. Ja, Leute. Zwei Köder bisher abgerissen. Bei dem einen irgendwie habe ich ja versucht, die Pose von dem Baum da zu bekommen, weil die Schnur da hing. Und dann wollte ich nicht, dass die Schnur da bis ganz ins Wasser rein dingst. Also da schwamm bestimmt 10 Meter, 20 Meter Schnur. Und ich hab gedacht, okay, versuchst du, die rauszubekommen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass da Tiere irgendwie fest sich vertüdeln oder so ein Kram. Ja, und den einen, den habe ich da hinten. Da ist die Schnur an der Spitze einmal umwickelt gewesen. Und ich werfe aus und dann peng macht das. Und dann, das war meine Ente. Aber die sind nicht so teuer. Die kann man irgendwie bei so einem Asia-Shop für, was weiß ich, 4-5 Euro kaufen oder was. Nicht mal. Da werde ich mir der neue bestellen. Das ist nicht so schlimm. Ja, bisher noch nicht. Wir haben dann Daddy mit seinem kleinen Sohn
getroffen und ein bisschen geschnackt. Die hatten einen kleinen Hecht auf dem Spinne. Aber ich sehe auch nichts Rauben an der Oberfläche oder so. Also alles ruhig irgendwie, obwohl das eigentlich ein gutes Wetter ist. Mal Sonne, mal Wolken. Wir haben Wind. Aber vielleicht liegt das an Thorsten. Genau das richtige Wetter. Das liegt an dir, Thorsten. Nee, nee. Hast du dich gewaschen heute? Ja. Ja. Nach der Arbeit natürlich nicht. Siehst du, das ist es. Das ist es. Da hinten, wenn man mal gucken kann. Da hinten ist der Daddy. Ja, da. Da über. Ich kann da mal ein bisschen ranzoomen. Da hinten ist der Daddy mit seinem Sohn. Ja, cool. Ja, ja, wir sind jetzt schon fast halb rum. Wir werden jetzt noch ein paar Spots anlaufen und noch ein bisschen werfen. Ich werde jetzt mal in Ruhe die Zigarette rauchen. So, kleiner Abbruch. Jetzt kommt nämlich gleich ein heftiger Regenschauer hier. Und vermutlich Gewitter, es hat einmal gegrollt. Aber mal gucken. Man sollte ja nicht so gerne angeln beim Gewitter. Ja, ich will auch nicht, dass die Kamera nass wird. Oder die Kameras, sag ich mal. Und ne, muss ja nicht sein. Sehen, ne? Die Regentropfen auf dem Wasser jetzt. Ja, und da ist die Leine. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Die habe ich ja versucht zu catchen. Und da oben am überhängenden Ast da hängt auch noch ein Blinker. Sehe ich da hinten und da oben an dem höchsten überragenden Ast da hängt die Pose oder was das ist. Oder ein Blei oder ich habe keine Ahnung. Und dabei habe ich mir meinen schönen Frosch abgerissen. Aber egal. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier auch nach Hause kommen. Sobald die Sonne weg ist, wird das kalt, ne? So, wir wollen nach Hause. Alle packen sie irgendwie ein. Die ahnen wohl, dass das gleich hier ordentlich was runterkommt. Man sieht das auch, das ist echt heftig dunkel. Voll die dunklen Wolken. Thorsten, war aber trotzdem okay, ne? Ja, war doch bis jetzt. Schönes Feierabend angeln. Ich bin noch ein bisschen miese und dann auch wieder auf. Ja. Ja, es ist pustig und kalt und hier und da. Aber, naja, ich habe dem See mal wieder ein paar Köder geschenkt. Ja, leider kein Fisch, aber ne, kann ja auch nicht immer Fisch geben. Dann bist du. Was? Enten vom Asiamann holen. Ja, genau. Ende Süßsauer, ne? Ja, genau. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video, ne? Kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben und so, kennt ihr Geschichte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace. Tschüss, Thorsten. Ciao.